Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, die auch am letzten Handelstag im Jahr die Zeit haben, sich die Zeit nehmen, hier unserem Morgen-Webinar zu lauschen. Heute ja auch wieder mit etwas Education. Sie sehen es, es ist Freitag, Ideenausblick, Education. Allen hier zusammen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie hatten einen entspannten Donnerstag, war ja doch einiges los an den Märkten, gerade wenn wir uns die US-Indizes angeschaut haben, da war deutlich an Bewegung hier zu sehen. Heute schauen wir, wie schon gesagt, auf die Situation im S&P 500, so wie wir das gestern auch im DAX gemacht haben. Schauen wir einfach mal den Jahresausblick, nicht das ganze Jahr, aber den Start für den S&P 500 an, was dort auf uns warten kann heute hier in einer großen Analyse. Ich habe das auch schon im Blog geschrieben, den hole ich mal ganz kurz rüber für all diejenigen, die nicht genau wissen, wo sie den Blog finden. Auf Facebook poste ich das ja jeden Morgen, aber ich weiß ja, wir haben auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die gucken nicht über Facebook zu, sondern sie schauen hier über unseren Go-To-Webinar-Zugang zu. Der Blog-Eintrag, den finden Sie auf der Seite von Tickmill und da hier das Thema für heute, der S&P zum Start in 2019. Große Analyse, und wenn Sie da dann draufklicken, kommen Sie entsprechend immer in die Analysen rein. Und das ist das Thema, um das es sich heute dreht. Bevor wir das tun, wie immer der Risikohinweis hier, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das ist wichtig, dass Sie das, was hier steht, entsprechend auch für Ihr Trading mit beachten. Machen wir mit der Tagesplanung auch weiter. Was sind wichtige Nachrichten? Die wichtigste Nachricht, Sie sehen es unten am Rand auch eingeblendet, die US-Wirtschaftsdaten während der Haushaltssperre werden nicht bekannt gegeben. Das heißt, hier haben wir Daten dabei, die nicht weitergegeben werden aufgrund der Haushaltssperre. Ich gehe sie vom Datum chronologisch aber trotzdem auch einmal durch, weil auch Daten dabei sind, die natürlich ganz normal rausgehen. Gestern war ja auch einiges an Tagesnachrichten da. Lutz, guten Morgen. Wen haben wir noch? Den Rolf auch. Ach toll, schön. Ich freue mich. Danke für die Morgengrüße. Hier zurück zu den Nachrichten. Wir hatten ja gestern auch einige Nachrichten und da gab es ein paar, die wurden nicht veröffentlicht und ein paar, die wurden veröffentlicht. Und weil ich nicht zu 100% genau weiß, welche Nachrichten nun die US-Wirtschaft nicht rausgibt und welche sie rausgibt, haben wir sie hier mit drinnen. Aber schauen wir mal auf die heutige Tagesplanung. Um 14 Uhr kriegen wir hier aus Deutschland den Verbraucherpreisindex. Um 14.30 Uhr die Handelsbilanz, die Warenhandelsbilanz für den Monat November aus den USA, um 15.45 Uhr den Chicago Einkaufsmanager Index gefolgt, um 16 Uhr zum Thema Häuser, da haben wir die schwebenden Hausverkäufe und die Verkäufe neuer Häuser. Um 17 Uhr gibt es dann die Rohöllagerbestände. Mittwoch war ja Feiertag, deswegen sind die hier nicht veröffentlicht worden. Um 19 Uhr gibt es dann, beziehungsweise ja, US Baker Hughes Gesamtzahl der aktiven Bohranlagen. Das hat was mit dem Öl zu tun. Das ist, glaube ich, jetzt nicht extrem relevant. Gut, wobei man auch sagen muss, wenn diese steigen, dann heißt das halt häufig auch, dass mehr Öl auf den Markt kommt. Muss man sehen, was da passiert. Und dann gibt es heute am Abend natürlich wieder das Thema COT-Report. Wir werden hier über die spekulativen Nettopositionen der Trader hier im großen Bereich informiert. Das mal die Nachrichten für den heutigen Handelstag, was auf uns warten kann. Schauen wir dann einfach einmal in die Dinge hinein, die ich in der Analyse auch beschrieben habe. Dazu nehmen wir uns einfach mal hier den Chart vom S&P 500 mit zur Hand. Was sehen wir hier? Ich habe es jetzt mal eingezeichnet. Wir machen mal eine Zoomfahrt von groß auf klein, so wie ich die Chartanalyse hier jeden Morgen auch mache. Wobei wir, wenn wir hier morgens mit den einzelnen Trades oder den Trading-Ideen sprechen, dann sind es ja meistens die Tageschart, die wir hier als Basis mit benutzen. Von Zeit zu Zeit gehe ich dann auch mal auf den Wochenchart. Nur hier im S&P 500 oder auch bei anderen großen Indizes aus dem US-Bereich, da ist mittlerweile etwas passiert. Da muss man irgendwo auch mal in die weiteren Zeiträume hineinschauen, um sich ein besseres, größeres Bild auch machen zu können. Und das habe ich hiermit getan, indem wir hier einfach mal in den Wochenchart zurückgehen und uns mal den letzten langen, langen Zeitraum anschauen. Der S&P 500 ist ja sehr, sehr lang auch schon im Aufwärtstrend drinnen, im großen Aufwärtstrend. Und dieser schöne, große Aufwärtstrend, der zeigt uns seine Korrekturen und Bewegungen in der Regel auch immer sehr, sehr schön
mit untergeordneten Trendverläufen. Das hat man hier schön, das hat man hier auch in dem letzten Verlauf gesehen. Ja, das war das schubmäßige runter, hoch, runter. Hier gab es dann ein höheres Hoch, dann hat sich das ein höheres Tief. Dann hat sich das Ganze schön nach oben fortgesetzt, hat hier oben zum Allzeithoch angesetzt und das bei ungefähr 2940 Punkten markiert. Und dann gab es diesen starken, starken Schub nach unten. Der hat sich untergeordnet. Sie sehen das auch hier auch ein bisschen trendförmig verhalten. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich möchte jetzt hier erstmal nur auf das große Bild eingehen. Und was wir hier in diesem großen Bild entsprechend sehen, sind erstmal Nummer 1, zwei wichtige Trendmarken. Das ist selbstverständlich hier oben das Allzeithoch. Und dann hatten wir hier unten diesen Bereich um die 2550 Punkte, beziehungsweise hier das Korrekturtief, war ja das Tief, was wir hier im Monat Februar gesehen hatten. Das war im Low bei 2532 Punkten. Also das war mal die Marke, die hier als Bastion galt, wo der Markt lange Zeit nicht rangelaufen ist. Wir hatten ja hier dann diesen Schwankungsbereich zwischen 2800 und 2600 Punkten. Das war dieser Bereich, wo der Markt hier ewig hin und her geschwankt ist, was man hier entsprechend sehen konnte. Und nun ist es geschehen, der Markt ist hier definitiv drunter durch. Die brechende Bewegung ist sozusagen weiter hier entsprechend im Gange. Nun müssen wir an dieser Stelle einfach mal schauen, wenn wir das Ganze mal so ein bisschen planen wollen. Was kann denn hier in 2019 auf uns warten? Grundsätzlich, wir haben momentan noch keinen neuen Trend vorliegen hier auf Wochenbasis. Das ist erstmal sozusagen entsprechend hier der starke Schub nach unten gewesen. Hier gab es viel Gezappel rundherum, aber so wirklich was ist nicht passiert. Das heißt hier der starke Rutsch nach unten, wenn man das als Korrektur mitnehmen möchte, haben wir hier selbstverständlich dann auch noch einen Trend, der nach unten läuft, wobei auf Wochensicht habe ich das Ganze hier einfach als eine Bewegung mitgezogen. Diese Zappelei hier hin und her, die ist gut zu traden, dann entsprechend aus dem Tageschart heraus. Das sieht man dann ganz gut, beziehungsweise ist das dann natürlich die untergeordnete Trendgröße, die wir da dann entsprechend haben, so wie wir das auch hier in diesen Bewegungen und Korrekturen im Vorfeld auch gesehen haben. Das ist das Ganze. Von der Größenordnung her ist das hier der Schub nach unten, der diesen großen Trend hier entsprechend jetzt gebrochen hat. Und da stellt sich nun natürlich die Frage, wie wird es denn hier weitergehen? Theoretisch kann man es nicht genau sagen, also in der Theorie mag man schon mutmaßen, aber praktisch können wir natürlich nie genau sagen, was hier kommt, aber wir können uns natürlich vorbereiten. Was nach solchen Situationen sehr, sehr häufig kommt, wenn so ein Trend gebrochen wird, es gibt den ersten Schub richtig ordentlich runter, den haben wir ja gesehen mit Schmackes. Schauen wir uns jetzt mal die aktuelle Wochenkerze an, dann sehen wir hier an dieser Stelle natürlich aktuell hier direkt nach den Feiertagen den starken, starken Schub nach oben. Das war auch irre, was da los gewesen ist. So eine Tageskerze nach oben hingerichtet habe ich im Dow Jones beispielsweise auch noch nie gesehen. Gucken wir uns dann gerne mal an, aber das war schon irre, was da gestern entsprechend und vorgestern auch abgegangen ist in den Märkten. Wie schon gesagt, was wir hier jetzt erwarten können, ist erst einmal eine Gegenbewegung. Wie weit die läuft, das schauen wir uns dann im Tageschart an, was dort an Möglichkeiten besteht. Das wäre das eine, ein normales, logisches Szenario, dass wir sozusagen hier von unten her ein Stück weit nach oben laufen. Wie weit das Ganze geht, das kann auch keiner genau sagen. Das ist eine reine Mutmaßung, nur das ist das reine Szenario-Thema. Diejenigen, die mir hier schon eine Weile länger über die Schulter schauen, wissen, dass ich persönlich ungern in so weit gelaufene Gegenbewegung reingehe, weil der Markt hat doch mit einer ziemlich starken Dynamik von oben nach unten geschoben und da kann es halt jederzeit wieder nach unten gehen. Das heißt, Punkte hier unten, die wir hier unten sammeln, wo wir schöne tiefe Einstiege haben, das sind die, die richtig gut Spaß machen, weil wir können uns hier sehr, sehr eng absichern und den Markt sehr, sehr schön nach oben entsprechend traden. Ansonsten ist jetzt hier halt alles relativ weit weg und da muss man einfach mal schauen, was hier in der regressiven Phase jetzt auch noch kommen kann. Auf alle Fälle sehen wir hier Widerstandsbereiche. Die gucken wir uns auch mal gleich dann im Tageschart noch an. Der nächste Bereich ist auf alle Fälle hier die Marke um dieses Korrekturtief, was wir hier gehabt haben, also über den Daumen die 2550 Punkte Marke nach unten hin. Wenn der Markt wieder rumdreht und dann weiter nach unten sich bewegt, haben wir einige Planmöglichkeiten. Und die Planmöglichkeiten, die kommen sozusagen hier durch den Trendverlauf, den wir hier gehabt haben, den Bewegungstrend, der hier nach oben gelaufen ist. Da ist es durchaus möglich, dass wir hier an diesen einzelnen Marken auf entweder, sag ich mal, Widerstand gegen den Abverkauf prallen. Das heißt, dass dort wieder mehr Käufer reinkommen und der Markt nach oben dreht. Das heißt, zu Korrekturen ansetzt oder gleich einen neuen Aufwärtstrend mittlerweile gestalten kann. Das kann alles passieren. Das heißt, das sind ja Marken, wo wir Planungspunkte setzen können, wo wir sehen können, welches Potenzial
hat der Markt auf alle Fälle nach unten. Da mache ich das mal etwas kleiner. Und das Potenzial ist halt da. Hier haben wir ein paar Haltepunkte. Das hatte ich ja gesagt. Marken über den Daumen um die 2320, 2032 und 1990 Punkte. Das sind jeweils immer die Korrekturtiefs, auf die ich mich hier beschränkt habe, die wir im Markt hier aus diesem Bewegungstrend hinaus liegen haben. Und dann hier unten natürlich dieses ganz, ganz große Korrekturlevel um die 1800 Punkte Marke im S&P 500. Das ist mal das, was nach unten hin momentan im Chart ersichtlich ist. Wichtig ist halt, das können wir sehr schön für die Planung nutzen, wo es hingehen kann. Ob und was der Markt an diesen Stellen macht, ob und wann der dort ranläuft, das wissen wir natürlich nicht. Die Wahrscheinlichkeiten können wir allerdings für die Vorbereitung hier entsprechend mitnehmen. Und damit gehen wir mal in den Tageschart hinein. Das heißt, wieder eine Zeiteinheit nach unten, dass wir uns das Ganze mal noch etwas detaillierter anschauen können, ähnlich wie wir es im DAX gemacht haben. Und hier habe ich dann nochmal schön die Trendverläufe eingezeichnet, wie wir das gesehen haben. Hier auch mit den entsprechenden Schwüngen. Hier es war die Trendentstehung. Hier ging es dann in die Korrektur herein. Da wollte die Korrektur nicht gleich nach unten weiterlaufen. Also die Korrektur ist jetzt hier hochgelaufen, dann noch ein Stückchen runter, dann noch einmal nach oben. Also diese Auf- und Abschwünge waren ja schon eine ganze Weile zu sehen zwischen dieser 2800 und 2600 Punkte Marke. Und dann kam, was wir alle stammt gesehen haben, der Markt ist ziemlich stark nach unten auch gelaufen. Ist in eine weite, weite Bewegung reingegangen, hat das Ganze also doch ganz ordentlich ausgereizt hier an dieser Stelle. Und jetzt kommt halt das Thema auch Erholung rein. Es kommt nach jeder starken Bewegung, kommt irgendwann eine Korrektur. Die sehen wir hier entsprechend und das ist das, was wir jetzt mit dem Wissen, was wir hier aus dem Markt ziehen können, auch sehr schön für unsere Trade-Planung mit nutzen können. Das heißt, wir haben ja nicht weit vorneweg, haben wir ja diesen Widerstandsbereich hier oben um die 2550 Punkte Marke. Wir haben hier oben jetzt hier, der Peak von heute war schon mal am Tageshoch hier drüben gewesen. Das Tageshoch vom, warten Sie, wir haben es ja gleich vom 21.12. Da hatten wir das Hoch bei 2505 Punkten und dann wartet hier nicht weit drüber noch ein weiteres Tageshoch bei 2515 Punkten. Also diese Marken, die wir sozusagen hier haben, hier oben, da ist ein Tageshoch und dann entsprechend das Tageshoch, das haben wir ja schon abgefrühstückt, was wir hier vorher gehabt hatten, das ist etwas in etwa auch das Tageshoch von heute und damit haben wir den Weg dann schon ein ganzes Stückchen fortbeschritten und da stellt sich dann jetzt die Frage, hat denn der Markt jetzt vor dem Jahreswechsel tatsächlich auch die Kraft, nach oben reinzulaufen, bis hier oben in das Level um die 2600 Punkte. Der Spike war ja schon ganz ordentlich hier oben. Oder verkauft er wieder ab? Das ist jetzt spannend für die, die das Ganze heute auch betrachten, heute in die Trades auch mit reingehen. Einfach mal zu sehen, wie Kraft hat denn der Markt, wie viel Schub kann er dem Ganzen geben, um die Korrektur weiter nach oben zu treiben oder dreht er vielleicht frühzeitig noch rum? Das ist jetzt interessant, das Ganze hier entsprechend zu beobachten. Wir haben das Ganze gestern ja auch gesehen, wenn wir uns mal diese Lunte hier anschauen. Wir haben ja mit einem riesen Gap entsprechend eröffnet und dann haben wir das Ganze gestern wieder deutlich abverkauft. Das können wir uns mal sehr schön hier in der Stunde auch mit anschauen. Da zoome ich mal kurz etwas kleiner, dass wir es sehen können. Jetzt muss ich es nur mal suchen, da haben wir es, plus hier unten. Hier dieses Riesengap und dann wurde der Markt deutlich nach unten abverkauft. Da konnte man schön vom Abverkauf profitieren und danach ging der Markt fupp wieder massiv auch nach oben. Und das ist etwas, das aktive Trader sehr, sehr schön nutzen können, um das Ganze hier zu timen. Und das ist auch das, was wir dann schön in den 5 Minuten beispielsweise auch sehen können. Jetzt muss ich hier auch wieder etwas kleiner machen. Hier oben haben wir es gesehen. Wir hatten nochmal Aufwärtsschub, dann wurde das Ganze gebrochen, dann gab es eine Korrektur und dann den Abwärtstrend in den 5 Minuten. Und dann sieht man mal, wie weit das Ganze hier auch nach unten gelaufen ist. Und das sind ja die interessanten Marken, die interessanten Punkte, die wir uns als Händler hier immer wieder raussuchen können für den kurzfristigen Bereich. Und mit Blick in den mittelfristigen Bereich, da haben wir jetzt halt für die Jahresplanung 2019, für den Jahresstart, halt auch dieses Szenario da. Wir haben einen aktiven Abwärtstrend auf Tagesbasis. Wir haben einen gebrochenen Trend auf Wochenbasis, mehrere gebrochene Trends. Der Bewegungstrend, der ist ja schon lange gebrochen. Jetzt haben wir auch den großen Trend hier entsprechend gebrochen. Das heißt, der Markt ist dynamisch nach unten gerichtet, heißt also, der Weg kommt von oben nach unten. Das Wasser fließt momentan den Berg hinab sozusagen und das kann man so nicht einfach ja, mit einem Fingerschnipsen aufhalten. Da ist viel, viel Dynamik nach unten gekommen, heißt, wir planen hier auch gut und gerne mal die Setups in Trendrichtung nach unten hin. Und da sehen wir jetzt hier einfach die Korrektur und wenn wir da die Korrekturmuster sehen und das Ganze nach unten laufen haben, dann sehen wir natürlich die Bestätigung dafür, dass der Markt hier die Unterpunkte anlaufen möchte. Das lassen wir uns dann gut und gerne auch vom Markt bestätigen. Wenn es anders kommt,
müssen wir uns anders anrichten. Anders kommen kann es beispielsweise, dass wir hier eine Korrektur sehen, dann hier nochmal ein Stückchen nach unten laufen, ein höheres Tief entsprechend machen und dann untergeordnet nach oben laufen. Das wäre natürlich dann die andere Seite, wenn uns der Markt das anzeigt, hier an dieser Stelle, das für die Jahresplanung 2015. Jetzt schaue ich nochmal in die Fragefelder rein, in die Chats. Da haben wir jetzt aktuell keine weiteren Fragen. An der Stelle würde ich dann ganz gerne in ja, die weiteren Punkte für das heutige Webinar mit hineingehen. Das heißt, wir haben ja Freitag. Wir sprechen auch über die Wochenplanung für die nächste Woche, bevor wir dann hier im Text auch weitermachen. Was gibt es nächste Woche an wichtigen Terminen? Ganz klar, wir haben Silvester und Neujahr. Da ist natürlich Feiertag hier bei uns in Deutschland, auch in den USA. Da haben wir am Dienstag Feiertag, den 1. Januar. Am Mittwoch geht es dann mit Wirtschaftsnachrichten weiter hier. Entsprechend um ja, kurz vor 10 am 2. Januar den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Am Donnerstag gibt es dann um 14.15 Uhr den ATP-Beschäftigungsänderung und den ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Und am Freitag gibt es das Thema Arbeitslosigkeit auch aus Deutschland, also hier um kurz vor 10 die Veränderung der Arbeitslosigkeit, um 11 Uhr aus der Eurozone den Verbraucherpreisindex, also Thema Inflation, wie entwickelt sich der Preisdruck. Hier um 14.30 Uhr gibt es dann aus den USA die Non-Farm Payrolls, also das heißt die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft inklusive der Arbeitslosenquote. Der FED-Vorsitzende Powell wird sprechen und um 17 Uhr, also auch wieder verspätet, gibt es dann die Rohöllagerbestände. Das also hier die Planung für die kommende Woche. Die wichtigen Nachrichten immer möglich, hier ordentlich für Bewegungen an den Märkten zu sorgen. Und damit schauen wir nochmal in den ein oder anderen Index hinein. Das heißt hier, gehen wir mal eben weg vom S&P 500. Den haben wir nachher noch mal kurz im edukativen Part auch auf der Uhr. Jetzt schauen wir uns einfach mal ein paar wichtige Indizes auch an. Den DAX hatten wir gestern auch schon miteinander besprochen. Den können wir uns einfach noch mal ganz kurz anschauen hier auf Wochenbasis. Also wir sehen es, der Markt ist hier hineingelaufen in dieses Band, was ich hier entsprechend auch eingezeichnet habe, zwischen 10.500 und 10.300 Punkte. Und wir sehen hier auch etwas Gegenwehr gegen einen klassischen Durchrutsch an dieser Stelle. Das heißt, hier sehen wir auch, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis mal anschauen, dass der Markt von unten hochgekommen ist. Aber, und das ist das, was wir in solchen Abwärtsmärkten immer wieder sehen, es ist einfach aktuell noch keine nachhaltige Korrektur da. Ne? Wenn wir mal sehen, wir hatten ja hier doch ein paar Tage Korrektur nach oben. Die sind hier komplett momentan ausgefallen. Wir hatten diesen starken Schub nach oben hin gestern und heute kommt der Markt schon wieder relativ schwach ran. Gut, wir haben jetzt noch Vorhandelseröffnung. Es kann also auch gut und gerne sein. Wir hatten ja gestern schöne Vorgaben auch aus den USA, dass sich das heute hier bei uns in Deutschland noch ein Stück weit fortsetzt und wir hier weiter nach oben laufen. Aber wir sehen den Markt hier halt einfach in einer weiten Bewegung. Die hat gestern etwas angefangen zu korrigieren. Wenn es nachhaltig wird, die Korrektur weiter nach oben läuft, dann können wir das Ganze halt ein Stück weit auch nach oben erwarten. Dann kann man ohne weiteres auch mal davon ausgehen, dass wir hier mal dieses Tageshoch über den Daumen bei 10.700 Punkten auch mit anlaufen. Das sind Dinge, die wir im kurzfristigen Trading halt haben können. Aber wir haben einfach den Jahreswechsel. Und da muss man sehen, ob da überhaupt die Lust da ist von den Händlern hier doch mal das rauf zum Kaufzepter zu greifen und die Märkte deutlich nach oben zu treiben. Ich denke, da werden wir die Entscheidung erst im nächsten Jahr sehen. Dafür haben wir ja die Planung hier für den DAX entsprechend gemacht. So, dann hatte ich ja gesagt, wir schauen uns mal den Dow Jones an dieser Stelle auch noch an. Den holen wir uns auch direkt mal im Tageschart mit hinein. Das war ja verrückt. Also wie schon gesagt, ich habe sowas selten gesehen, dass wir sowas Massives hier bekommen. Also wenn man sich diese Kerze mal anschaut, diese starke Umkehrkerze, das ist schon nicht von schlechten Eltern gewesen, was da der Markt nach oben geschoben hat. Hier, wie schon gesagt, gestern auch sehr, sehr hohe Intraday-Volatilität. Der Markt ist komplett runtergelaufen, hat das Gap geschlossen, um dann wieder nach oben zu laufen zum Eröffnungskurs und sogar noch darüber hinaus. Also das war schon Wahnsinn, wenn man sich mal diese Kerzenspanne anschaut. Was haben wir hier im Tief gehabt? Müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten im Tief 22.253 und im Hoch 23.207. Also das sind über 1.000 Punkte an einem einzigen Handelstag im Dow Jones hier an dieser Stelle. Also es ist einfach irre, was da los gewesen ist. Was wir hier sehen auch im Dow Jones ist, Kürzel hier US30,
Heißt, wir laufen hier wieder schön in die Korrektur rein. Das heißt, ich zeichne das mal ganz kurz ein. Wir haben ja hier erst einmal groß hier übergeordnet natürlich diesen Abwärtstrend am Laufen. Den zeichne ich einfach mal komplett jetzt entsprechend hier ein. Und dann sehen wir in diesem Markt hier auch wieder diesen kleinen Schwung zwischendrin, ähnlich wie wir das vorhin im S&P 500 gesehen haben. Und dann haben wir hier untergeordnet auch diesen Trend laufen. Also sehr schön hier den Bewegungstrend an dieser Stelle. Da war das letzte Hoch hier an dieser Stelle, hoppala, hier das Trend hoch entsprechend und dann natürlich hier den Markt nach unten laufen. Also hier untergeordnet auch den Schub. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann haben wir halt einen ziemlich tiefen Schub nach unten jetzt gehabt, ohne dass wir eine Regression gesehen haben. Und das, was wir hier jetzt an dieser Stelle sehen, ist natürlich das regressive Verhalten. Da hat man zum einen natürlich für die Planung immer, wenn man sich fragt, wo kann es denn hingehen, wichtige Marker sind dann immer hier dieser Ausbruchsbereich. Also das heißt hier in dieser Gegend, ich stelle da eben mal ganz kurz ein Preislabel daneben, also hier, wo der Bruch kam, bei über den Daumen 23.900 Punkte, da ist natürlich ein Bereich, das läuft der Markt gerne mal an, so ein Test kann hier ohne weiteres kommen, oder aber wenn wir das Ganze mal ausmessen von der klassischen Tiefe, was das Ganze, hoppala, das war natürlich das Falsche, das wollte ich nicht haben, einmal raus, ich wollte hier, wenn wir das Ganze mal ausmessen, diese Gesamtlänge, die wir hier von unten nach oben hatten, dann haben wir natürlich auch das Thema der Korrekturtiefe oder man bemisst es an Fibonacci-Levels. Ich habe das Tool ja für mich so ein bisschen angepasst an meine eigenen Bedürfnissen, dass ich mir die Korrekturtiefen anzeigen lasse. Wir laufen jetzt hier so langsam in die 50%-Marke rein und hier stellt sich dann halt die Frage, wie geht man damit um? Wann kommen Umkehrmuster in den Markt rein? Und was wir hier sehen, ist ja eine sehr, sehr starke Aufwärtsdynamik, wo wir keine Trends innerhalb der Tageskette Kerzen sehen, weil das lief ja hier einfach nur stark nach unten. Jetzt läuft es entweder jetzt läuft es entsprechend stark nach oben. Und wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart beispielsweise anschauen, dann sehen wir halt hier diesen mittlerweile gebildeten Aufwärtstrend. Das können wir hier auch gleich an dieser Stelle mal machen. Also hier ging es ja stark nach oben entsprechend. Das zeichne ich auch mal grün, dass wir das hier als Aufwärtstrend sehen können. Und da haben wir den Markt jetzt hier im Aufwärtstrend nach oben laufen. Hier gab es die Korrektur. Dann ist entsprechend der Trend entstanden. Also hier ging es dann nach oben bis hier. Hoppala. So, ein bisschen schief geworden an dieser Stelle. So. Und dann haben wir hier noch eine kleine Korrektur gehabt und dann ging der Markt wieder hoch. Das heißt hier an dieser Stelle nochmal Korrektur. Ich treffe hier die Punkte momentan nicht so genau, damit wir das Bild besser sehen können. Und hier stellt sich jetzt halt die Frage, läuft das Ganze weiter oder läuft es nach oben? Wenn die Korrektur sich hier weiter fortsetzt, dann ist es in der Regel so, dass der Aufwärtstrend auch weiter nach oben hin fortläuft. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Korrektur raus und das, was wir hier sehen, ist aktuell entsprechend das Umkehrmuster. Und wenn das Ganze dann weiter nach oben läuft, dann haben wir hier entsprechend schon die Chance, in den Markt reinzugehen. Bricht das Ganze allerdings weg, das heißt, wenn dieser Aufwärtstrend, den wir jetzt hier in der Stunde haben, gebrochen wird nach unten, dann sehen wir das auch sehr, sehr schön hier, dann ist dieser Aufwärtstrend in der Stunde natürlich vorbei und das kann man dann sehr schön, wer das im Kleinen tradet, aus den kleineren Zeiteinheiten traden, das heißt, wir sehen jetzt hier in den 5 Minuten entsprechend den Aufwärtstrend, den sehen wir ja genauso laufen, da sehen wir sehr schön die Schübe, die Korrekturen und die Bewegung auch trendförmig laufen und hier sehen wir jetzt sozusagen die Umkehr in der Stunde und wenn sich hier sozusagen der Aufwärtstrend in den 5 Minuten wieder fortsetzt, ist das erstmal die Bestätigung, dass die Bewegung der Stunde beginnt und wir die Chance haben, hier oben ran bzw. darüber zu laufen. Kommt das Ganze aber nicht in Fahrt, das heißt, laufen die 5 Minuten hier entsprechend nach unten, dann sehen wir hier das Bild so, dass wir hier diesen Abwärtstrend sich fortführen lassen. Ich zeichne das Ganze jetzt einfach einmal ein hier. Ich nehme mal den letzten Schwung einfach mit nach unten. Kleinen Augenblick, das mache ich mal wieder rot, damit wir hier in den Kontextfarben auch bleiben. Und da sehen wir jetzt hier, wenn das Ganze nach unten laufen würde, das ist jetzt hypothetisch, ich will nur mal anzeigen, wie das Ganze ausschaut. Das heißt, wenn der Markt nicht oben drüber läuft, sondern dort stehen bleibt und dann nach unten Fahrt aufnimmt und hier runter geht, sozusagen hier unter dieser Marke, unter dieses Level, was wir hier drin haben. Ich nehme mal ganz kurz diese rote Linie von hier oben mit. Treffe ich? Na, die will nicht. Nehmen wir eine andere. Nehmen wir hier, zack, hier unten drunter. Da ist ja das aktuelle Tief des Trends der Stunde, das aktuelle Korrekturtief, das bestätigte. Wenn wir da drunter laufen, ja, das ist dann interessant. Ich gehe dann entsprechend in der Regel so vor, dass wir hier die Korrektur abwarten. So,
Und wenn der Markt sich dann darunter festsetzt, das wäre dann der bestätigte Ausbruch nach unten. Dann haben wir eine Trendfortsetzung zur Unterseite her und das Ganze hier Stück für Stück nach unten laufen. Arnold, hey, good morning to Vietnam. Wow, international audience, thank you. Okay, also hier sozusagen der US30, hier der Dow Jones, das ist mal das, worauf wir hier arbeiten können, woran wir arbeiten können im kurzfristigen Bereich. Das heißt, wenn wir nach dem Schub, den wir jetzt hier auf Tagesbasis gesehen haben, also die korrektive Bewegung, wenn die weiterläuft, wie schon gesagt, hier die Level schön nach oben hin. Ansonsten, wenn Korrektur reinkommt und der Markt wieder runterläuft, dann haben wir hier eine Korrektur, die nahe der 50% gelaufen ist und dann nach unten rumdreht. Das kann man dann gerade im kurzfristigen Bereich doch auch nutzen, um hier den ein oder anderen Trade nach unten mit reinzubringen. Wer da auch noch etwas Zielplanung braucht, kann sich auch gut und gerne an den entsprechenden Tiefs der Stunde mit orientieren, wobei die halt auch durch diese hohe Volatilität, die wir gestern hier entsprechend gesehen haben, deutlich weit weggelegt haben. Das heißt, wir haben ja hier den nächsten Anlaufpunkt dann hier um die Marke von 22.000. Wo haben wir das Tief hier unten? 22.253. Da haben wir das Tief. Das wäre der nächste Punkt nach unten, dieser starke Schub, diese massive Kerze hier nach oben. Da ist es dann besser, wenn man Ziele suchen möchte, entsprechend entweder den Trend, den Bewegungstrend, also hier den Trend in den 5 Minuten nach unten tradet, beziehungsweise wo es da dann möglich ist, hier in den kleineren Zeiteinheiten auch zu schauen, wie wir mit den Trends zurechtkommen, das heißt, wo wir Marken sehen. Aber da sehen wir auch hier in den 5 Minuten, das ging alles so schnell nach oben, da ist nicht viel. Also der nächste Punkt ist tatsächlich hier unten und diese starke Dynamik nach oben kann natürlich auch schnell für starke Dynamik nach unten sorgen. Das ist hier wichtig und deswegen schauen wir gerne auf die kleineren Zeiteinheiten hier in diesem Bereich auch mit rein. So, jetzt haben wir den S&P 500 analysiert, wir haben den Dow Jones analysiert, wir haben kurz über den DAX gesprochen. Ich würde vorschlagen, wir gehen doch mal eben kurz in den WTI rein. Das Öl ist ja auch immer wieder in aller Munde und da schauen wir uns den Chart einfach mal an. Hier gehe ich mal kurz vom Tageschart auch wieder in die längeren Zeiteinheiten zurück, weil wir hier diesen starken, massiven Abwärtsschub gefunden haben. Und hier in der letzten Analyse hatten wir ja darüber gesprochen, dieses Level hier um die 42,50. Diese Marke war in der Vergangenheit schon immer mal im Bereich. Da haben wir deutliche Abpraller gesehen. Also wir haben es hier gesehen, wir haben es hier drüben gesehen, wir haben es hier auch schon gesehen. Und jetzt ist das gleiche Bild, was hier drüben passiert, sehen wir auch hier auf Wochenbasis. Der Markt ist eingetaucht und dann wieder deutlich auch nach oben gedreht. Das heißt, etwas korrektive Phase. Das ist halt das Schöne, was man da in diesen Bereichen immer wieder sehen kann. Und jetzt kommt es halt darauf an, was sich hier entwickelt. Sehen wir hier ein bisschen weit an Korrektur nach oben laufen, dann ist das Ganze gut und gerne möglich. Heißt also hier in diesem Punkt, dass der Markt etwas korrektive Phase macht, so wie wir das im Tageschart sehen. Ich gehe nochmal kurz zurück in den Tageschart hinein. Also das, was wir hier sehen, wir haben ja hier diesen Schub nach oben gesehen, diese eine Tageskerze, das ist noch nicht wirklich viel. Es ist ein kurzes Luftholen. Hier haben wir schön übergeordnet auch diesen Abwärtstrend, den wir im Tag sehr gut verfolgen können. Und das heißt halt, wir haben jetzt hier korrektive Phase. Hier oben haben wir noch eine Marke. Da könnte der Markt, wenn er weiter nach oben läuft, auch vielleicht nochmal ranlaufen hier. Dieses Ausbruchslevel um die 49,30, 49,40. Da muss der Markt allerdings etwas noch auch Kraft nach oben finden, dass sich auch Käufer finden, die den Markt dort oben reinbringen. Auf alle Fälle haben wir hier übergeordnet weiterhin dieses Bild von oben nach unten laufen. Das heißt, es gibt momentan noch keine Ansicht, dass man sagen kann, okay, wir kriegen jetzt hier Entspannung, wir finden eine Bodenformation oder was auch immer. Nein, wir haben jetzt hier ganz normal einen Trendverlauf, der hier ein Stück weit nach oben läuft und wir einfach sehen müssen, wo das Ganze sich hin entwickelt. Das heißt, potenziell heißt das hier an dieser Stelle, wenn der Markt an diesem Abwärtslevel hier um die 42,50 hier kurz Luft holt und dann Kraft sammelt, um nach unten durchzulaufen. Wenn das ganze Ding bricht, dann haben wir hier mit Blick in die weitere Vergangenheit natürlich noch ein paar Anlauflevel. Die möchte ich hier an der Stelle auch gerne mal einzeichnen. Das heißt, das haben wir einmal hier in diesem Bereich ein Korrekturtief aus diesem Abwärtstrend, der sich hier nach oben geschoben hat. Dann haben wir hier noch die nächste Marke. Ich klemme gleich mal auch die Preismarke hingegen an diese Seite, wo wir sehen können, wo kann der Markt denn hier hinlaufen. Also hier haben wir die Marke von
ungefähr 39,40, wenn es weiter so stark nach unten geht. Und dann hier unten die nächste Marke, die haben wir irgendwo um den Bereich von knapp 36 US-Dollar für das Barrelöl. Das ist am Potenzial nach unten definitiv als nächstes da, wenn die 42,50 nicht halten sollten. Das muss man einfach mal abwarten, was hier entsprechend passiert, was der Markt uns hier zeigt. Aber man muss das Ganze nach unten hin auch mit besprechen, damit wir natürlich die Trades in die entsprechenden Richtungen auch mit planen können. Weil es kann ja gut und gerne auch passieren, dass nach diesem Test hier ein weiterer Schub nach unten folgt und dann das Ganze definitiv weiter mit nach unten läuft. Und dass das passieren kann, das, was wir hier sehen, ist ja keine Ausnahme. Wenn wir mal sehen, wo der Markt von hier oben kam, wie massiv das hier nach unten gelaufen ist, das ist schon ein Zeichen gewesen und das kann im Ölmarkt halt auch wieder passieren. Von der Seite her bleiben wir mal gespannt, blicken das Ganze an. Wie schon gesagt, aktuell die Abwärtsdynamik auch auf Tagesbasis weiter ungebrochen. Hier momentan ein kurzes Durchatmen. Woran ich festmache, dass es etwas Erholung gibt, ist das Thema Doppelboden bzw. ein höheres Tief. Also hier in diesem Verlauf sozusagen hier jetzt den Markt nach oben laufen zu haben, dann hier die korrektive Phase beenden, nochmal nach unten laufen und aber kein neues Tief zu machen, sondern vorher nach oben zu drehen und dann hier untergeordnet erst einmal einen Aufwärtstrend zu machen. Das wäre ein Zeichen für mich, dass es etwas Entspannung gibt. Ja, das ist ganz wichtig zu sehen und da kann man dann sagen, okay, hier könnte es jetzt ja von den Preisen her erstmal mit dem Verfall etwas vorbei sein, dass der Markt etwas nach oben laufen könnte. Dann könnte man hier über einen solchen Aufwärtstrend Stück weit nach oben treten. Das ist natürlich jetzt momentan alles im sehr, sehr frühen Planungsstadium. Da wissen wir noch nichts. Wir haben jetzt gerade erstmal den kleinen Bounce von unten nach oben gesehen. Nach oben ist auch noch genug Potenzial dann da. Wenn man mal sieht, das letzte Korrektur hoch haben wir hier oben stehen an der Marke. Ich klemme hier auch Master. Also wir haben hier ungefähr die Marke von 54,50 in etwa gehabt. Das ist das Korrektur hoch, das letzte, was wir gelaufen haben. Und der Markt kann hier natürlich auch deutlich weit tief in die Korrektur reinlaufen. Das Potenzial ist da. Und wenn sich dann hier entsprechend untergeordneten Aufwärtstrend bilde, wäre das nicht ungewöhnlich. Und das könnte man dann natürlich sehr, sehr schön entsprechend durch die untergeordneten Trends auch mit traden bzw. dann die Handelssignale in den neu entstandenen Trend hineingeben, wenn er denn dann kommt. Wenn die Schwäche, wie schon gesagt, vorhanden bleibt, dann haben wir hier nichts anderes als die Korrektur, die uns dann Stück für Stück nach unten weiter begleiten kann. Das heißt hier, der Markt hat dann doch das Potenzial, unter die 42,50 zu stoßen, wenn sich dieser Tagestrend nach unten hin fortsetzt. Das alles und mehr werden wir dann zusammen hier im neuen Jahr miteinander besprechen. Damit die Schau der großen Indizes, die grobe Besprechung und hier im Öl ja für heute beendet. Fragen sehe ich da nicht. An dieser Stelle würde ich das wie immer freitags machen und zwar hier das Webinar mal ganz kurz unterbrechen, um die Aufzeichnung für den edukativen Teil miteinander separat aufzuzeichnen, dass das Ganze auch an zweiter Stelle gesehen werden kann, ohne den anderen fachlichen Teil von weg mit den Handelsideen bzw. der Besprechung vom S&P 500. Also ich bin mal ganz kurz ruhig, mache die Aufnahme in der Veränderung und dann bin ich sofort wieder bei Ihnen.